Heute wird es spannend für uns. Guten Morgen. Genau, guten Morgen. Wir sind nämlich in Tarapoto, das ist relativ weit im Landesinneren, genauer genommen schon fast im Amazonasgebiet. Ne? Ist das ja, nicht sogar schon genau. Im Amazonasgebiet? Wie auch immer, auf jeden Fall geht es für uns heute nach Yurimaguas, so ungefähr. Wir wollen nämlich unglaublich gerne mit dem Frachtschiff nach Iquitos. Iquitos ist die größte Stadt weltweit, die nur über Wasser oder mit Flugzeug zu erreichen ist. Sie liegt also mitten im Dschungel und wir haben gehört, man kann dort mit dem Frachtschiff hin. Allerdings, seit neuestem ist das wohl nicht mehr so üblich. Die machen das wohl nicht mehr immer. Deswegen fahren wir da jetzt hin und checken ab, ob wir auf dieses Frachtschiff können. Wir haben noch nichts gebucht, keine Unterkunft. Wir kommen da einfach an, müssen durchschlagen. Das sieht wohl auch ganz gut für uns aus. Es gibt wohl ein Frachtschiff und die Möglichkeit, nach Iquitos mit dem Frachtschiff zu fahren. Wir müssen jetzt nur noch ein paar Sachen auf dem Markt besorgen. Ich passe auch unser Gepäck auf an der Straße. Das wollten wir hier nicht einfach so zurücklassen. Und Alex kauft jetzt Hängematten, Wasser, Vorräte. Und danach geht es an den Hafen und wir checken erstmal aus, ob da ein Frachter steht, ob das alles so klappt. Wir kaufen gerade eigentlich auf gut Glück ein. So, das geht hier alles ganz, ganz schnell. Zack, 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 kommen wir an. Nehmen die unsere Sachen auch schon auf den Rücken. Und wir wissen gar nicht, ob wir jetzt überhaupt richtig sind. Das ist richtig Abenteuer. Hola, buenos dias. Das sieht doch auch schon mal ganz gut aus, oder? Ja. Teste mal. Oh, hält sie? Sehr gut. So, aktuelle Situation ist folgende. Wir haben unsere Hängematten gespannt. Alex hat die grüne. Wir sind jetzt tatsächlich auf dem Frachtschiff und es geht nach Iquitos. 3 Tage lang soll der Trip dauern und ich kann es irgendwie noch gar nicht glauben, dass es jetzt echt so einfach war. Wir sind einfach auf diesem Haupthafen. Wir haben alle unsere Sachen geschnappt. Es ging alles so schnell. Hängematten mussten wir aufhängen und fertig war die Geschichte. Ja, und jetzt geht's gleich los. Beziehungsweise, die haben gesagt, in so einer Stunde soll es losgehen, aber man weiß es ja immer noch nicht so genau, wann es wirklich losgeht. Vorräte haben wir auch eingekauft, wir haben alles geschafft zu bekommen. Wir haben nicht die schönsten Hängematten, weil wir leider ziemlich schnell uns entscheiden mussten. Aber es ist egal, die sind gut, erfüllen ihren Zweck. Moskitonetze haben wir gekauft. Ja, ich würde sagen, auf geht's ins Abenteuer. So sieht es hier oben an Deck aus. Unten schlafen wir, hier sind wir gerade hochgegangen und hier oben kommen gleich ganz viele Hühner rein. Und hier vorne ist der Hafen, also hier wird dann die ganze Fracht aufgeladen. Was die hier teilweise für schwere Sachen reinschleppen, das ist schon krass. Also da vorne, der LKW, der wird ausgeladen. Also hier kommt wahrscheinlich noch einiges rein. Das heißt, wir fahren auf jeden Fall noch nicht los. Die Kiddies hier, mit denen haben wir uns schon angefreundet. Ganz süße Mädels und Jungs hier. Hola! Hola! Hier sind gerade einfach Delfine aufgetaucht. Ich habe jetzt so einen kleinen Anhang immer hinter mir. Das ist Jasmin, das ist der David, Pedro, Sarai, Manuel. Ja! Hier ist was los. Es soll um 10 Uhr heute Abend losgehen. Wir werden mal sehen. Es hieß nämlich auch, es soll heute um 5 losgehen. Es sollte gestern angeblich schon losgehen. Aber das Boot ist mittlerweile voll mit Passagieren, aber die laden immer noch ein. Die laden so viel ein. Unglaublich, was die da rumhiefen. Immer wieder mal ziehen Delfine vorbei. So voll ist es hier mittlerweile. Hier drüben liegt ein alter Mann, der ziemlich erschöpft ist mit einer Matratze. Ist auch echt ein trauriges Bild. Hier ist die Familie, die versorgt ihn. Sonst ist hier alles voller Hängematten mittlerweile. Vorhin ging es ja wirklich nur bis hierhin.
Und jetzt ist es voll. Du hast neue Hängematten besorgt? Ja, in den alten konnten wir einfach nicht liegen. Das war... Die waren günstig. Katastrophal. Die waren günstig, aber so ungemütlich. Und jetzt haben wir neue und die sind so viel besser. Die sind richtig Hammer. Herrlich. Und wir haben jetzt auch die Moskitonetze aufgehangen. Jetzt gehen nämlich auch schon die ganzen Mücken auf uns los. Und die hängt man dann einfach nachher runter und dann ist man moskitogeschützt. Aber das können wir euch bestimmt auch noch zeigen. Und die Jungs hier nebenan, die sind aus Litauen. Es wird richtig aufregend. Ich freue mich schon richtig. Was aber übrigens richtig traurig ist, was die Einheimischen hier auch machen. Die essen halt aus so Plastikschalen und wenn die fertig sind, dann schmeißen die das einfach hier unten rein. Die schmeißen es einfach in den Fluss rein. Genauso, die Schale, genauso wie sie ist. Müllsäcke, alles schmeißen die einfach in den Fluss rein. Das ist richtig traurig. Guten Morgen, die erste Nacht in der Hängematte. Wir haben es überlebt. Nein, es war eigentlich ganz okay, ne? Ja. Vom Schlafen her. Wir sind zwar ganz oft wach, aber... Wir haben hier die Moskitonetze gespannt, wie ihr seht, damit wir nicht zerstochen werden. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und ich glaube, dass wir heute auch wirklich los waren. Wir haben nämlich heute Nacht noch mit Ach und Krach hier die Hühner nach oben geschafft. So einen Lärm wir gemacht haben. Ja, da bin ich ja gespannt, so viele schöne Hühner da oben. Und jetzt kratzen da oben ganz viele Hühner am Boden entlang. Also ich direkt weg über uns. Ganz früh auf. Und heute Morgen vom Hahnenkrähen aufgewacht. Ich gehe jetzt in die Dusche. Es wird so chillig. Es ist übrigens so früh, Alter. Die stehen hier schon im Dunkeln auf. Es ist, glaube ich, nicht mal 6 Uhr. Es ist ganz, ganz früh. Die Sonne ist gerade erst so aufgegangen. Ist noch nicht mal aufgegangen. Noch nicht mal aufgegangen. Verrückte Welt. Wir wollen uns jetzt erstmal oben ein Bild verschaffen von den Hühnern. Oha, okay. Heftig. Und weiterhin sind die hier volle Kanne mit dem Einladen beschäftigt. Also es kommt ein Transporter nach dem anderen. Also da vorne in dem Frachtschiff sind auch ganz viele Hühner, sogar noch mehr als hier, ne? Und da vorne sind die Kühe, da sind die Schweine, die kommen auch noch alle da drauf, glaube ich, auf das Frachtschiff. Der Frachter, das ist ja unser, der ist jetzt schon komplett voll. Also hier passt echt nicht mehr viel drauf. Hier haben die zum Beispiel auch Autos drauf, ein Auto, ein Mototaxi steht mit drauf. Das ist einfach so Hammer. Heute Morgen beim Zähneputzen gucke ich einfach über die Reling und sehe einfach Delfine hier direkt vorm Boot spielen. Irgendwie immer nicht auf die Kamera, weil die nicht im richtigen Moment auftauchen. Aber da schon wieder. Da. 6, sind 2 jetzt sogar. Da, siehst du wieder? Und wieder. Hola. Meine neue Freundin hier ist Lee. Fischer und Delfin. Alex ist vom Markt gekommen. Wir haben hier einen kleinen Vorrat für 3 Tage angelegt. Avocados, Bananen, das sind so, so eine Art Popcorn aus Mais. Maispopcorn, aber aus richtig großem Mais. Wassermelone, die essen wir jetzt gleich. Nochmal Avocado, Gurken, also so frische Sachen. Brötchen haben wir noch, Ananas. Nicht ganz sicher, ob wir hier Essen kriegen. Bisher haben wir nämlich noch nichts bekommen. Deswegen haben wir gedacht, wir decken uns lieber ein mit Zeug, was wir auch wirklich essen wollen. Dann sind wir sicher, ne? So, hier werden jetzt nochmal die letzten Hühner reintransportiert. Also oben ist eigentlich schon voll, aber es passen anscheinend noch mehr rein und dann schauen wir mal, wann das Ganze hier losgeht. Ne? Hier werden die Hühner jetzt rausgepackt. So, wir haben uns eine kleine Pause gegönnt. Im Frachtschiff wird es so heiß und immer voller. Die Hitze staut sich so krass. Wir haben uns kurz in die Stadt bringen lassen, weil es wohl immer noch dauert bis heute Abend. Heute Abend soll es losgehen, Leute, heute Abend. Also hier findet man für die Fahrt auf dem Frachtschiff auch echt alles. Das ist übrigens der gute Hafen, wo wir abfahren. Unglaublich, Leute, es geht los. Ich sitze hier gerade oben bei den Hühnern
und habe ein bisschen Zeit und beantworte ein paar Nachrichten, schreibe ein bisschen was auf und plötzlich geht einfach das Boot los und der Rauch steigt auf 18 Uhr. Also wir haben jetzt genau, nicht knapp 2 Tage gewartet. Pedro freut sich auch. Und es ist jetzt so heiß, also wir sind so hart am Schwitzen, wir brauchen einfach so dringend Fahrtwind. Ich glaube und hoffe, dass es jetzt so weitergeht und dass ich mich nicht zu früh gefreut habe. Der Motor ist angegangen. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es jetzt losgeht. 3 Tage Abenteuer. Morgen. Tag Nummer 1 auf dem Amazonas. Wir sehen jetzt das erste Mal Amazonas oder den Dschungel so richtig von einem fahrenden Schiff aus. Das ist so cool. Wir sind ja gestern ganz spät gestartet, sodass wir gar nichts mehr sehen konnten, großartig. Und sind jetzt aufgewacht und die Luft ist gerade richtig, richtig schön. Die Vögel zwitschern. Es ist so angenehm noch morgens. Es ist jetzt auch noch sehr früh, ich glaube 6:30 oder so. Ne? Ja. Dieser View. Die Meerschweinchen, die sind hier übrigens nicht als Haustiere, sondern die Meerschweinchen, die werden gezüchtet, um sie zu essen. Meerschweinchen sind in Peru nämlich eine Delikatesse. Ja, genau. Finde ich auch schrecklich. So, das ist die aktuelle Lage. Hier sind unsere Hängematten. Hier ist unser Gepäck. Und ihr seht, wie voll es mittlerweile ist. Und zur Nacht wird das alles nochmal viel heftiger. Wir zeigen das nochmal abends. Und dann gehen wir mal zu den Toiletten. Willkommen zu unserem Spa-Bereich. Die Toiletten. Waschbecken. Es sind so 8 Toiletten. Und jeweils in jeder Toilette ist dann eben oben nochmal eine Dusche. Und es ist natürlich auch alles Amazonaswasser. Also richtig schön braune Ritze. Wir sind jetzt im hinteren Teil des Boots und frühstücken hier. Wir waren uns nicht sicher, ob wir hier Essen bekommen. Aber es gibt eine Schiffsküche und es gibt auch Essen hier. Hinter uns bereitet der Koch gerade das Mittag vor. Hier gehen wir dann direkt zu unseren Hängematten. Da muss man sich immer ganz schön durchkämpfen. Da vorne kommt unser Captain. Der war anscheinend irgendwas kaufen oder Post weggebracht. Eins von beiden. Bananen haben sie geholt. Wir haben ja ein paar Diebe auf dem Schiff. Und zwar haben wir gerade schon gemerkt, dass der Deckel von unserer Flasche weg ist. Wir haben uns gefragt, wo ist der geblieben? Und jetzt haben wir die Diebe gefunden. Da vorne, da sitzt der. Hat sie sich gekrallt. Die Mafia-Gang hier. Die laufen hier über das ganze Schiff und schrauben die Deckel von den Flaschen und stehen mit den Leuten und alle fragen sich, wo sind die Deckel? Ich lerne übrigens gerade Spanisch. Ich habe ein Buch bekommen. Ist fleißig. Von den beiden da. Verbessere ich mein nicht vorhandenes Spanisch. Was für eine Aussicht aus der Hängematte, ne Schatzi? Ja. Wir haben unsere Hängematten übrigens höher gehängt, damit wir über die Bordkante gucken können und den Dschungel sehen können. Hier bleibt jetzt gerade unser Schiff an einem Dorf stehen, um Passagiere
in dieses Dorf zu bringen. Also steigen immer mal wieder Passagiere aus in die kleinen Dörfer. Dieses Dorf zum Beispiel liegt komplett auf dem Wasser. Also bewegen sich hier nur mit Booten von einem Ort zum anderen. So, wir haben das Wohnzimmer eröffnet und jetzt gibt es ein kleines Wohnzimmerkonzert. Wir haben hier nämlich einen Argentinier, der kann ganz toll Gitarre spielen und singen. Und wir versammeln gerade die ganze Meute hier und jetzt singt er für uns. Tal vez cuando esté llegando mi caballo con mi sombra vendrán a borrar mis pasos. Mi caballo con mi sombra vendrán a borrar mis pasos. Cantando en el monte, mi canto me quiere crucificar. El lucero entre las ramas, su llanto. Guten Morgen. Passend zum Sonnenaufgang. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich bin froh, dass ich gerade eine ruhige Minute habe. Das Schiff ist dann doch sehr klein. Also wir haben gar nicht so einen großen Frachter und man kann sich ja doch nicht an so viele Orte verziehen, in denen man mal Ruhe hat, weil die Kids einen überall finden, echt. Am Anfang waren die noch so schüchtern, dann waren so die ersten Kitzelversuche und mittlerweile hängen die in unseren Hängematten und versuchen uns überall zu finden, wo wir uns irgendwie verkriechen. Aber es ist auch voll schön, also die Kids sind so liebenswert, auch so offen und es macht einfach total Spaß, mit denen sich hier die Zeit zu vertreiben. Wir haben gestern schon gesagt, wir werden die total vermissen. Wir kennen mittlerweile fast jeden Namen auf diesem Schiff von diesen Kindern. Wir stehen auch super früh auf, weil einfach keiner nimmt Rücksicht, ob jemand schläft oder nicht. Man schläft abends mit Lärm und Kindergeschrei ein und morgens wacht man auch genauso wieder auf. Und die einzige Beschäftigung, die man eigentlich macht, ist entweder mit den Kindern zu spielen, ganz viel Musik hören, lesen. Ich habe mein Kindle dabei, ich lese sehr viel im Kindle oder in der Bibel. Mehr kann man hier nicht machen, kein Internet, was echt mal ganz cool ist, muss ich sagen. Also man wird hier wirklich zu so einer internetfreien Zeit gezogen. Man hat die Möglichkeit, hier auch mit dem Speedboat nach Iquitos zu fahren, also nicht mit dem Frachtschiff. Und das fährt hier gerade vorbei, ich zeige euch zwei. Mit diesem Speedboat dauert es angeblich nur 10 Stunden anstatt 3 Tage. Man sieht zwar die ganze Zeit nur Bäume und irgendwelche Pflanzen. Ein Krokodil haben wir schon gesehen. Ja, ein Krokodil. Und ein paar kleine Dörfchen. Das ist einfach toll. Genieße das. Wir fahren ja immer wieder an so kleinen Dörfern vorbei, die echt mitten im Dschungel liegen. Dächer aus Schilf oder Palmenblättern. Wahnsinn, die sind doch komplett abgeschnitten von der Außenwelt. Wie leben die? Das ist so krass. Wir als Wessis, ne, fahren da vorbei mit unseren Headphones und unserem Laptop im Gepäck. Weiß nicht, das sind so Filmszenarien, die man eigentlich nur kennt oder aus Dokus, ne, dass man diese kleinen Dörfer kennt, wo die wirklich so einsam leben. Gestern sind wir an einem Dorf vorbeigefahren, da war so ein Zeichen aufgerichtet und dann sind die alle in so komischen Kostümen da drumherum getanzt. Also ein kleines Indianerdorf war das wahrscheinlich und das war auch so abgespaced. Denkst du echt, in was für einer Welt bist du hier eigentlich? Sie haben uns gefunden, allesamt. Ja. Die haben uns versteckt, aber die haben uns gefunden. Die haben uns gefunden. Dann schleichen die sich immer so ran. Überall, wo wir sind, sind plötzlich die ganzen Kinder. Also wir verbrauchen unsere letzten Vorräte. Wir müssen nämlich echt so langsam die ganzen Sachen aufessen. Aber es gibt eben auch eine Schiffsküche hier, also man kriegt auch Essen hier an Bord. Aber für uns war okay, nicht alles essbar. Ja, schon, ne? Reis und Nudeln ist okay. Ja, aber gibt es jetzt heute Morgen nicht? Heute Morgen? Was gibt's denn heute Morgen? So eine Brühe, ne? Braune Suppe. Das sieht aus wie Amazonaswasser. Wir spielen gerade Wer bin ich? Auf Spanisch. Gar nicht so einfach. Macht aber die Kinder am Spaß. Was?
Gerade steuern wir schon auf eine der ersten größeren Städte zu, da vorne. Ich glaube San Jose oder irgendwie sowas heißt die. Und da machen wir einen kleinen Zwischenstopp und ich vermute mal, dass wir dort auch ein paar Sachen abladen. Ein ganz großer Teil von unseren lieben Kindern steigen hier jetzt aus und müssen sich gerade verabschieden. Aber es sind jetzt nur noch, weiß nicht, 8 Stunden, dann kommen wir auch an. Also wahrscheinlich kommen wir heute Abend auch an in Iquitos. Ganz, ganz spät. Es kommt drauf an, wie lange wir jetzt hier stoppen. Aber irgendwie ist das gerade voll schade, oder? Ich war gerade da oben beim Captain und habe da gesessen und dachte so, oh nein, ich will nicht, dass das vorbei ist. Es ging irgendwie wieder viel zu schnell. Ist immer noch cool, wir haben ja noch ein bisschen. Wir haben noch einen ganzen Tag vor uns. Ist noch nicht mal Mittag. Schaut mal, wie leer es hier einfach geworden ist. Nur noch unsere Hängematten und da ein paar Salz und Gurke. Scene-Karten-Import, favore. Wer ist jetzt? Also so schlecht ist das Essen hier gar nicht, muss ich echt sagen. Also sie haben hier Nudeln, Reis und eine Kochbanane. Also ich esse ja kein Fleisch, deswegen habe ich das Fleisch jetzt wegbestellt. Zweimal ohne. Ja, man kriegt halt nur zwischendurch mal so eine komische braune Brühe, da weiß man nicht genau, was das ist. Aber ansonsten gibt es mittags eigentlich immer vernünftiges Essen. Gerade brechen unsere letzten Stunden auf dem Amazonas an. Die Stimmung ist gerade richtig schön, die Farben sind richtig schön auf dem Wasser, die Sonne geht langsam unter und ich denke, dass wir so in 2 Stunden ungefähr ankommen werden. Ich hätte gedacht, dass wir morgen erst ankommen, aber tatsächlich ist es heute schon soweit. Es sind halt super viele Leute von Bord gegangen und jetzt ist es nochmal so richtig, richtig ruhige, schöne Stimmung. Da war es auch schon der nächste Morgen. Wir haben die letzte Nacht in einem richtigen Bett geschlafen heute. Ich meine, nichts gegen Hängematten, oder? Die waren ganz schön bequem. Nee, das war cool. Aber Bett ist trotzdem besser. Aber irgendwie konnten wir besser durchschlafen und länger schlafen. Keiner hat einen angerempelt. Ja. Boah, die letzten Nächte waren schon so eng, dass man wirklich nur noch fast nur noch gerade liegen konnte, weil rechts und links, die haben sich überall dazwischen gequetscht. Überall wurde noch eine Hängematte dazwischen gehängt. So voll war dieses Frachtschiff. Ich hatte meine Hängematte ein bisschen weiter nach links gemacht, damit die Leute da durchgehen können. Und dann ziehe ich auch schon der Nächste dazwischen und dann war es noch enger. Es war wirklich sehr, sehr eng am Ende. Das war lustig. Aber es war voll das Abenteuer. Ja. Wir sind heute Nacht angekommen und als wir auf Iquitos gestoßen sind, es war stockdunkel und man hat nur unzählig viele Lichter gesehen und ich dachte nur, meine Güte, so groß hätte ich mir Iquitos niemals vorgestellt. Wir sind jetzt mit dem Frachtschiff hingekommen, deswegen ist so unser Blick für das, was alles hier hin transportiert wird, so geöffnet. Es gibt unzählig viele Tierfrachter hier, ne, die alles. Besonders Hühner, ganz viele Hühner, Schweine, Kühe, alles wird hier hin transportiert. Es war auch nicht so schön mit anzusehen, wie die behandelt wurden. Nee, teilweise echt übel. Also einige Tiere haben es auch nicht geschafft. Die wurden dann wieder rausgebracht und mussten an Land geschlachtet werden schnell und so. Also das war jetzt auch echt nicht cool. Aber die Tour, die war wirklich der Hammer. Die war der und Hammer. Das kann man echt empfehlen. Ja. Einfach so mit den Locals einfach zusammen über das Wasser zu schippern,
Freundschaften zu schließen. Wir haben ganz viel mit den Kids gespielt. Die Kids, ich vermisse die jetzt schon. Ich habe gestern gesagt, ich vermisse meine Jasmin und Isus. Einer hieß einfach Jesus. Ja, gestern habt ihr eigentlich auch gar nicht mehr so viel verpasst, außer dass Alex voll beschissen wurde. Wir hatten ja die Hühner auf dem Deck. Und rechts und links war ein Plan als Sonnenschutz gespannt. Nach unten hin, ne? Zu uns, zu der unteren Etage. Ja, die waren aber auch hochgebunden. Aber die ganze Suppe von den Hühnern ist in die Plane gelaufen. Die haben die Hühner ausgeladen und dann haben die das ganze Deck gespült. Und die ganze Hühnerscheiße wurde nach unten gespült. Alles auf mein Handy, auf meine Schuhe, auf unsere Taschen. Auf seine Hängematte und auf seine kompletten Füße. Da mussten wir gestern erstmal im Zimmer unsere ganzen Taschen durchwaschen. Ich hoffe, die trocknen gleich noch. Ja, also es hat alles so gestunken. Alles voll nach Hühnerscheiße. Und wir hatten noch ein kurzes Erlebnis, was irgendwie so, wo wir dachten, was passiert hier? Also es war schon ganz dunkel. Wir waren ja nur noch weniger auf dem Schiff. Irgendwann sind die so an die Seite reingefahren, so in diese Mangroven rein und stehen geblieben. Und holen ihr Gewehr raus. Und dann plötzlich holen ihr Gewehr raus. Und wir dachten, was machen die jetzt? Es war alles ruhig. Wir konnten halt auch kein Wort verstehen. Wir haben uns alle nur gefragt, was machen die jetzt? Was machen die? Dann leuchten die mit den Taschenlampen in die Bäume rein. Wir dachten, nein, schießen die jetzt einen Affen? Wir haben schon die schlimmsten Gedanken gehabt. Wir waren sehr so zu fünft in der Gruppe da. Ja, und dann haben die irgendwas gefunden im Gebüsch. Ich weiß es nicht. Oder und haben drauf geschossen. Und haben mit so einem übelst lauten Knall geschossen. Aber es ist Gott sei Dank kein Affe vom Baum gefallen. Also ich weiß nicht, was sie da wollten, aber irgendwie war das alles ein bisschen creepy. Hier läuft alles ein bisschen anders. Angeblich meinten die, nee, wir müssen jetzt hier warten, weil ein anderes Schiff gekentert ist. Wir müssen jetzt 2 Stunden warten. Aber das war alles ein bisschen... Und dann sind wir doch irgendwie weitergefahren. Dann sind wir aber schon nach einer halben Stunde weitergezogen. Das war alles nicht ganz so koscher. Aber uns geht's gut und es war ein Wahnsinnserlebnis. Ich würde, glaube ich, jetzt schon sagen, dass dieses Erlebnis wirklich eins unserer Highlights war. Okay, ihr Lieben, war schön. Wir genießen jetzt noch den Tag in Iquitos und dann geht's für uns nach Cusco. Wir hatten die Wahl zwischen jetzt in den Dschungel noch und ganz vielen Dschungel oder noch den Machu Picchu sehen. Beides ist lohnenswert und deswegen, wir haben uns jetzt für den Machu Picchu entschieden und den werden wir euch auf jeden Fall auch noch zeigen. Den seht ihr dann im nächsten Vlog. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.